Pegida Anfang 2015. Bis zu 20.000 Menschen folgen dem Aufruf der Organisatoren, gegen die Islamisierung des Abendlandes zu demonstrieren. Auch Gegenprotest formiert sich, um den fremdenfeindlichen Müll von der Straße zu fegen. Es gelingt nicht. Hetze und rechte Gewalt gibt es bis heute, vor allem in Sachsen. Doch warum? Eine Antwortsuche auf 300 Seiten. Es gibt ganz viele Antworten. Und zum Beispiel der ehemalige Grünen-Politiker Werner Schulz, der erzählt eine ganz andere Geschichte auf die Warum-Sachsen-Frage und berichtet, er ist in Zwickau geboren, wie er dann als junger Mann nach Berlin kam und angepöbelt wurde wegen seines sächsischen Dialekts. Und er sagt, naja, nach solchen Erfahrungen, da bildet sich eine Wagenburg-Mentalität bei den Sachsen heraus. Seine Interpretation dafür, dass man skeptisch gegenüber Fremden ist. Pegida. Alles nur besorgte Bürger? Ab dem Winter 2015 waren die Fahnen von Neonazi-Kameradschaften für jeden, der hinschauen wollte, weithin sichtbar. Besonders auffällig beim sogenannten Weihnachtssingen, dem ersten Jahr, wo die Neonazi-Kameradschaften aus ganz Ostdeutschland in der Mitte des Platzes versammelt waren mit ihren schwarzen Fahnen. Schulterschluss mit rechts. Politisch verharmlost? Also ich glaube, dass die Geschichte schon Anfang der 90er Jahre tatsächlich angelegt ist. Das beginnt vielleicht mit Hoyerswerda 1991, dass gerade die CDU die Geschichte immer wieder kleingeredet hat und so fast zum Alltag stilisiert hat. Jetzt aktuell haben wir einen Ministerpräsidenten, Stanislaw Tillich, der fast schon machtlos wirkt in Anbetracht der Umstände. Und wenn der dann überhaupt mal ein deutliches Wort ergreift, dann kommen flugs Parteifreunde um die Ecke und reißen alles wieder ein. Hass und Hetze, ein sächsisches Problem? Eine Botschaft unseres Buches ist ja zum einen zu sagen, die gesellschaftlichen Entwicklungen bündeln sich wie unterm Brennglas in Sachsen. Und keineswegs ist es so, dass es organisierte Neonazis, rechte und rassistische Gewalt nur in Sachsen gäbe. Es ist in jedem Fall so, dass die Menschen doch gemerkt haben, würde sich das einfach so fortsetzen mit dieser Anti-Asyl-Stimmung, nimmt ein ganzes Bundesland nachhaltig Schaden. Und das ist, glaube ich, doch vielen bewusst.